Sie ist klug, sie ist witzig, sie ist eine cosmopolitan Frau. Sie ist eine Frau von der Metropole. Das ist ein neuer Blick auf, wie eine Frauenfigur ist auf der Bühne präsentiert. Die lustige Witwe ist eine von den berühmtesten Operetten aller Zeiten. Premiere war 1905. Es war sofort nach der Premiere eine große internationale Sensation. Das Stück ist eine Mischung zwischen leidenschaftlicher, witziger Explosion auf Freude und Nostalgie und Melancholie. Ich glaube, es ist beides. Es ist sehr modern. Es kann jederzeit spielen. Das Thema ist absolut zeitlos. Und es hat aber auch diese ganze Nostalgie von der Botschaft in Paris oder dieser Wiener Schmelz, diese Wiener Melodien und diese Musik, die manchmal denke ich, wie altmodisch ist das alles, was wir machen? Und dann sehe ich aber, was wir tun und denke, nein, es ist eigentlich absolut heute. Ich glaube, in der Premiere, es war so eine Sensation für ein paar Gründe. Erstens, Leha ist ein genialer Komponist. Er schreibt Urwurm nach Urwurm, wunderbare Melodien. Die ganzen, jede Nummer ist ein Hit. Zweiter Grund ist, dass die Hauptfigur, diese lustige Witwe, Hanna Glavary, ist eine sehr einzigartige, neue Figur in der Operette. Das ist eine Frau von der 20. Jahrhundert. Wie gesagt, haben der Premiere war 1905 und obwohl eine Fuß von der Stück ist in der Vergangenheit mit Walzer und alle die Apparat von Operette, die andere Fuß ist absolut stark in der 20. Jahrhundert und das gehört zu dieser Titelfigur. Sie ist klug, sie ist witzig, sie ist eine cosmopolitan Frau, sie ist eine Frau von der Metropole. Das ist ein neuer Blick auf wie eine Frauenfigur ist auf der Bühne präsentiert. In der Vergangenheit, sie war alle in krank, die Sopranos. Sie war alle in Wahnsinn gewandelt. Sie sterben alle. Sie sind alle Opfer von den Männern. Und die lustige Witwe, diese Hauptfiguren, ist die absolute Gegenteil von das. Ja und nein. Ich würde sagen, auf einer Seite ist Operette spielt mit der Oberflächlichkeit, spielt mit Fassaden, spielt mit Masken. Es spielt mit einer gewissen Leichtigkeit. Die Oberfläche hier ist ein Teil von der Konstruktion, von der Genre, von der Fach, ich denke. Und ich sage immer in Operette, man muss als Darsteller etwas sehr, sehr, sehr kompliziert machen. Mit einem Auge echt fühlen, echt spielen, mit echt Emotionen, aber auf die andere Seite mit Ironie und Witz und ein augenzwinkender, naja, was für eine Blödheit spielen wir hier. Und es gibt beides natürlich. Es gibt völlig alberne, ausgelassene, frivole, witzige Songs mit Tanz und mit Spaß. Und es gibt, wir haben neulich gedacht, das ist doch jetzt Bohème. Das ist doch eine Arie de Mimi fast schon, wo das in eine unglaubliche Tiefe und Traurigkeit und Einsamkeit geht. Und beides findet mit den gleichen Darstellenden statt und das ist total spannend. Erstmal nicht, nein. Ich gebe immer, ich höre das Stück, ich lese das Stück und wir reden über das Stück und wir reden vor allem darüber, was wir alles nicht wollen. Und dann gibt es bei uns auch Gott sei Dank eine große Freiheit, dass ich erstmal loslege und Sachen erfinde. Ich glaube, in der Prozess, nein, absolut keine. In der Proben ist es etwas anders. Wenn ich arbeite mit Klaus, unser Arbeitsprozess als Bühnenbildner und Regisseur ist, es gibt keinen Unterschied. Weil wir machen Wagner oder Debussy oder Leha. Aber in der Probe, ich glaube, als Regisseur, dann ist es geendet. Weil man ist so beschäftigt mit Rhythmus und Timing in der Oper. Man macht ein Musical Comedy. So viel von der Arbeit muss eine unglaubliche, virtuos, sehr definierte Timing und Rhythmus. Weil ohne dieser Rhythmus die Verbindung zwischen Musik, Text und Tanz geht nicht. So, das ist ganz anders in der Probeprozess. Das stimmt. Und ich merke das beim Licht auch. Also das Lichtdesign
hat auch unglaublich viel mit Rhythmus und mit Tempo und mit Abwechslung zu tun. Viel, viel mehr als in einer Oper, wo man mal über 20 Minuten eine Lichtveränderung hat. Hier hat man alle paar Sekunden, naja, nicht ganz, alle, naja, doch, 10, 20 Minuten, ja, alle 2, 3 Minuten mal was völlig anderes, andere Richtung. Und Barry sagt immer, Klaus, wir müssen was Neues, was anderes, was und so. Und ich, das ist schon sehr sportlich auch und macht aber natürlich Riesenspaß. Die Begeisterung für Operette fängt da mit meiner Großmutter, meine ungarische Großmutter. Sie ist in Australien gekommen, in 1935 aus Budapest. Sie kommt von einer absolut K&K-assimilierten jüdischen, hochbürgerlichen jüdischen, ungarischen Familie. Und sie hat eine große Liebe für Oper und Operette und hat über alle die Operettenstars mit mir gesprochen. Taube, Fritzi Messari, Gitte Alper. Viele von diesen Stars eigentlich kommt aus Budapest und kommt aus Ungarn. Und sie war ständig in der Operette, hat Emmerich Kallmann und Franz Lehár geliebt. Und sie war meine erste, das war meine erste Tour in den Operetten. Und dann später, als ich angefangen in der Komischen Oper habe, ich habe einen Schwerpunkt gemacht von der Weimarer Republik Oper, von der Jazz Operette von Berlin, von den 20er und 30er Jahren. Und durch diese Abenteuer, ich bin dann total begeistert in den ganzen Operette-Genre. Ich hatte große Angst, weil natürlich, wenn man so Operetten gesehen hat oder Fotos davon sieht, dann ist das alles immer extrem opulent. Und ich dachte immer, daran ist irgendwas falsch. Also an der, dass das Bühnenbild opulent ist oder dekorativ oder ornamental ist. Und ich dachte, diese Üppigkeit und dieser große Reichtum ist schon so derartig in der Musik, dass das nicht gut ist, wenn ich das auch noch mache. Weil dann aus so verschiedenen Kanälen überall das Gleiche erzählt wird und dann löscht sich das so gegenseitig aus. Und gibt sich nicht Raum. Ich glaube, meine Idee war so ein bisschen, dass man diesem Spaß, diesem Tempo, diesem Rhythmus in dem Raum und in der Architektur Platz lässt und Gelegenheit lässt, stattzufinden. In dem Fall von Operette, ich habe gefunden, wann man macht das Bühnenbild opulent und die Kostüme opulent und die Darsteller opulent, dann man hat nichts. Und was Klaus geschafft hat, ist dieser unglaubliche, seltsame Raum, das manchmal ist total gefüllt mit Menschen, ist ganz, es gibt kein Geheimnis da. Und dann, wann es ist plötzlich leer, man hat eine unglaubliche poetische Einsamkeit. Und das ist sehr wichtig für dieses Stück, dass plötzlich in einer Sekunde, die Party ist weg und zwei Menschen sind allein, in 3 Sekunden. Das, was wir haben versucht auf der Bühne zu bringen. Ich glaube, das ist entscheidend, nicht zu entscheiden, oder Bühnenbild muss nicht entscheiden, wo das spielt, sondern wie das spielt. Also wie du gesagt hast, ich habe versucht, dann so wenig Illustrationen, so wenig Dekoration, so wenig Ornament wie möglich zu machen. Und das Lustige ist, dass Gianluca im Prinzip das Gegenteil macht. Er macht unfassbar viele Ornamente und sehr viel Detail und sehr reiche Gestaltung. Und das trifft sich irgendwie in der Mitte auf eine sehr tolle Art.